Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Soda Simulator. Hier fährt gerade ein Express ab mit Hiro. Ich habe mich hier mal eben auf das Nebengleis platziert und die Lok noch gedreht. Und jetzt steige ich hier einfach einmal aus. Ich habe die Bremse nicht angezogen. Oh mein Gott. Jetzt gehen wir zu ihm hin. Und wir würden gerne mal Thomas auf seiner Branchline aushelfen. Collect two Branchline Coaches for your passengers. Werden wir da hinten einen Schuppen bekommen. So. Dann fahren wir hier ein kleines Stück rückwärts. Oh, guck mal, da kommt der nächste Zug. Hallo, Thomas. Thomas sieht ein bisschen schwierig aus. Thomas sieht ein bisschen sehr, sehr lang aus irgendwie. Aber das ist ein Skin, den man sich kaufen kann. Das habe ich schon gesehen. Gehen mal hier rüber. Hier werde ich mir doch bestimmt auch Wagen platzieren können. Dem Gleis nicht. Auf den beiden da drüben. Ach, wie schön. Ja, gut. Warte, wir fahren einfach mal ein Gleis noch weiter zurück. Hier war doch auch Wagen platzieren, oder nicht? Ja, wundervoll. Ah, wir stellen uns mal ein bisschen hier hinten hin. Gehen hier hin. So, und dann brauchen wir einmal... wen nehmen wir denn jetzt mal? Branchline Coaches. Nehmen wir mal hinten den. Dann steigen wir ein. Nehmen den, kuppeln den einmal an. Nehmen den einmal weg. Steigen einmal aus. Platzieren noch einen hier hin. Pick up the passengers at Ellsworth. Gut, dass das Brake-Abteil jetzt vorne dran ist, ist ein bisschen ungünstig, aber egal, da können wir jetzt nichts dran ändern. Die entgleisen hier ja jedes Mal fast. Oh, warte, wir fahren jetzt einmal noch mal kurz hier. Alla. So. Einmal noch mal ein kleines Stückchen nach hinten. So, und dann setzen wir uns einmal vor die Wagen.
So. Wundervoll. Und hier ab an den Bahnsteig mit den entgleisenden Wagen. So. Und einsteigen bitte. Mission Control. Schalten wir mal noch das Licht in den Wagen an. Und auch hier lassen wir noch alle einsteigen. Wundervoll. Next stop is driver. Drop off and pick up passengers there. Na dann. Jetzt mal hier weiter. Up off Thomas seine kleine Branchline. Ach, wie schön. Wir brauchen hier nicht zur Bakery. Jetzt entgleisen die Wagen nicht mehr. Wundervoll. Die sind halt gerade die ganze Zeit, ihr habt das ja gesehen, die sind gefühlt so umgekippt, als würden die jetzt gleich von den Schienen runterfallen. So. Hier sollen wir die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Angehalten. Und weiter geht's. Onward to Maithwaite. Drop off and pick up passengers there. Ach, ich finde das schön. Irgendwie ist das so ein schönes kleines Gamefilm zwischendurch, finde ich. Also, wie gesagt, ich hätte sowas als richtig groß entwickelten Titel durchaus gesehen. Da hätte es bestimmt gute Verkäufe für gegeben. Ich weiß nicht, warum Mattel oder wer auch immer derzeit die Marke, die Rechte an der Marke Thomas hat, da nicht selber drauf gekommen ist. Ach, schön. Nee, mir gefällt das. Für mich ist das eine schöne Entspannung. Nicht so stressig wie im Train Simulator oder so. Dann nach der Arbeit immer noch PZB im Kopf haben und... Ja, guck mal, jetzt fahren wir hier Thomas seiner... Machen wir nochmal einen Screenshot so. Schön. Weiter geht's. Haben wir einen kleinen Fotostopp eingelegt. Da hinten ist dann der nächste Halt. Ach, wie schön. So, ein- und aussteigen.
nächste ist Farquhar. Dürfte dann aber auch schon tatsächlich der letzte halt sogar sein. Ah, jetzt sind wir wieder bei der Titelmelodie aus den neueren Intros, wo Thomas durch den Tunnel fährt und dann der Dampf ihn einhüllt und dann preisgibt und so. Spawn, falls man eine andere will. Der sechsachsige Thomas-Bahn gerade eben verstört mich immer noch ein bisschen. Muss ich zugeben. Wie viele Shillings haben wir denn mittlerweile? 208.000. Heuiui. Können wir uns ja gleich mal ein paar Skins kaufen. Okay. Halt. Aussteigen lassen. Einsteigen lassen. Now we need to run back around to Hackenbeck. We can use the loop up ahead. Ja, okay. Nehmen wir doch mal den Kreisel hier. Und dann in die Richtung haben wir einmal einen Kreis. Um diesen kleinen Hügel hier herum. Aber warum denn jetzt nach Hackenbeck? Wenn das so halte wie Hackenbeck wird nur in die eine Richtung bedient, oder? Na, fahren wir halt einmal nochmal nach Hackenbeck. Der Name hört sich auch so deutsch an, ne? Vermutlich enden wir dann wieder in Wellsworth. Warum ist mein Pfeil verschwunden? Weil da schon die Markierung für Hackenbeck aufgetaucht ist. Ach, wie schön. Return to Mayfair, drop off and pick up passengers there. Das ist doch auch ein schöner Screenshot, oder? Ach. Es tut mir leid, ich enjoy dieses Spiel vermutlich viel zu viel. Dafür, das richtet sich mit Sicherheit nicht an meine Altersgruppe. Wobei, die Leute, die jetzt in meinem Alter sind, sind unter anderem die, die halt mit Thomas groß geworden sind. Also das, es gibt dafür auch eine richtige Community. Adult Fans of Thomas. Obwohl, nee, das waren die Adult Fans of Lego Bricks oder sowas.
Also da gibt es auch eine Erwachsenen-Community für Thomas. Das weiß ich. So, wundervoll. Und ein- und aussteigen lassen, bitte. Und weiter geht's. Der penultimate stop ist Dryor. Drop off and pick up passengers there. Penultimate. Heißt das vorletzte? Vorletzte. Guck mal, damit habe ich ein neues englisches Wort gelernt. Oh mein Gott. Ich lerne bei diesem Spiel etwas. Follow me shocked. Ich habe was bei einem Roblox-Game gelernt. Mein Leben ist gerade in Scherben. Wir müssen hier einmal rum. Zu 2, zu 4, zu 6, zu 8. Rangieren die Loks, befördern Fracht. Rot und grün und braun und blau. Oh mein Gott. Ich sehe die Kommentare schon zu der Folge. Zu dem ganzen Let's Play. Oh mein Gott. Ich habe ja noch keine einzige Folge hochgeladen. Das wird witzig. Ich bin so gespannt auf eure Reaktion, wenn die erste Folge hiervon droppt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich gespannt darauf. So, da kommt der vorletzte halt. Oh. Er fährt rückwärts. Thomas fährt rückwärts. Ich bin nämlich auf dem richtigen Gleis. Ich wäre jetzt, so freundlich gewesen und hätte ihn passieren lassen, aber ach, guck mal, der macht das sogar richtig realistisch. Der ist ausgestiegen, nach hinten gelaufen, hat die Weiche umgelegt. Oh mein Gott. Aussteigen lassen. Drop off your remaining passengers at Elsbridge. Oh, da bin ich aus dem fahrenden Arthur rausgesprungen. Geschrieben gehabt? Ne, hat er nicht. Gut, die Musikauswahl wiederholt sich regelmäßig, aber es war irgendwie klar. Eine Bakery. Was mich immer interessieren würde, ist, was, wenn zwei Spieler miteinander kollidieren, wenn da so ein... Guck mal, da steht der nächste Spieler. Da sind wir ein bisschen weit gefahren. So. Wundervoll. Oh, jetzt hänge ich unter der Treppe fest. Aussteigen lassen. Aussteigen lassen. Wundervoll. Thank you. We can manage now, but you're welcome to one more trains.
Ach, das ist doch schön. Na gut. Da steht schon ein Thomas und möchte an seine Station. Guck mal, da machen wir den Platz noch frei für Thomas. Dann rangieren wir den Zug jetzt noch in die Abstellung. Einfach mal spaßeshalber. Nee, warte mal. Wir müssen... Wir hätten tatsächlich ein Gleis noch weiter gemusst. So, jetzt können wir rückwärts fahren. Fahren wir hier einmal mit dem Zug in die Wagenhalle. Oder halt neben die Wagenhalle. Jetzt stellen wir den Zug hier hin. Und ich denke mal, das wär's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann auch endlich wieder mit einer neuen Lokomotive. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.